Hallo Freunde der virtuellen Landwirtschaft und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom LS22 auf der nordfriesischen Marsch vierfach. Ja, unsere Spritze ist soweit fertig. Wir fahren jetzt erstmal an Feld 14. Ah genau, hier können wir noch mulchen, stimmt. Wir fahren jetzt erstmal in Feld 14 und stellen dann den LKW ab. Und dann werden wir die Spritze umsetzen, noch auf Feld 3. Fast wieder übers Ziel hinausgeschossen. Ah, ist gerade ein bisschen. Ich finde es ein bisschen schade mit dem John Deere, dass er nur so kleine Bäumchen da packen kann. So. Aber egal. Müssen wir halt mal schauen, wie wir das besser hinkriegen. Jetzt hammern und müssen wir damit jetzt irgendwie über die Runden kommen. So. Der darf zu Feld 3 fahren. Und die gute Spritze. So, wird hier noch ein bisschen repariert. Immer wenn wir mal an den Trigger hier vorbeikommen, mal kurz reparieren lassen. Schade, also allzu große Bäume können wir mit dem leider nicht fällen, mit dem John Deere, ne? Na, egal. So. Jetzt gehen wir einmal hier hin. Speicher nicht vergessen. Ganz wichtig. Immer speichern. So, generieren. Dann tun wir den gerade mal abspeichern unter Feld 3. Spritzen 40 Meter. Erster Wegpunkt. Let's go. So, ist das auch am Dun. Der hat das Feld auch bald geerntet. Hat sogar dann komplett reingepasst. Also ein bisschen schade, echt schade, dass es so nicht klappt. Ich glaube, der fährt jetzt noch runter an Sägewerk und dann ist erstmal Ende. Der mäht. Der ist noch am Pressen. Ja, das sieht gut aus. Genau, wir können ja schon mal Baumwolltechnik. Den ba den, genau. Acht, den tun wir nämlich nur mieten. Da haben wir den Steinesammler. Wir haben doch noch so einen kleinen Trecker. Den hier, genau. Und zwar 13. Ne, haben wir noch nicht. Okay. Schade. Aber gut, dann fährt er nur mal hin. Ans Feld. Und damit war's das. Passt. Der fährt jetzt nur ans Feld und ja, doch, das müsst ihr noch alles reinbekommen.
Wir nehmen jetzt hier den neuen Volvo, dass wir da mal ein paar Stunden drauf kriegen. Auf den guten. Es geht ja gar nicht, wenn wir hier so wenig Stunden drauf haben. Vor allem, der fährt auch 90 km/h. Ganz entspannt sogar. Wir können ja mal die zwei Baumwollballen in unsere Textilfabrik bringen. Beziehungsweise der kann das dann automatisch hinfahren. Dann können wir den nämlich auch zur 37 schicken, um dort dann den Drescher abzubunkern. Ja, die mit halt zwei Achsen hinten, die sind halt ein bisschen, soll man sagen, unflexibler. Oder haben einen größeren Wendekreis, so muss man es ja sagen. So. Feld 37. Weil wir brauchen ja noch den hier fürs Mulchen. Kein Kurs, Mulchen machen wir 3 Bahnen, also im Vorgewende. Und dass wir da einfach 15 Meter ungefähr haben. So, am ersten Wegpunkt soll er starten, let's go. So, passt das. Und der ist jetzt hier fertig. Leuchten hier ausmachen. Muss ich das eigentlich an das gleiche bringen? Ja, an beides an Getreide AG. Passt, haben wir eine relativ weite Fahrstrecke. Passt, dann haben wir den jetzt schon mal. Entastet. So. Genau. Auch noch entasten. So, müssen wir den, glaube ich, entastet haben. Fast. Da oben noch ein bisschen. Machen wir hier noch schnell weg. Na, wie möchte es denn hier? Upsala. Nehmen wir den einfach hier auch hier rüber. Und dann dürfte das eigentlich soweit erstmal passen. Mal gucken, dass man den hat 25 Meter Länge. Der hat 24 Meter Länge. 8 Meter. 10 Meter. Und das vielleicht rauskriegen irgendwie. Ne, kriegen wir natürlich nicht so raus. War leider klar. Der hat die Arbeit hier beendet. Sehr schön. Das heißt auch, dass wir den zur 33 schicken können. So. Oh, da ist aber nochmal ein Ballnetz gelegt. So, jetzt haben wir 2 Ballen, die können wir nämlich schön dann an unsere Textilfabrik abgeben.
erste ist jetzt drin. Sehr schön. Ich muss echt sagen, dieser Volvo-LKW, der gefällt mir. So, jetzt haben wir natürlich beide Ballen drin. Sehr schön. So, dann können wir den auch zur Textilfabrik schicken, theoretisch. Wolle abladen. Dann können wir uns nämlich in der Zwischenzeit darum kümmern, dass wir das zur Getreide AG nämlich kriegen. Verkaufsstellen Getreide AG. Mit dem Drescher können wir hinfahren zur 67, aber noch nicht anfangen. Dann geben wir das ab. So, genau. Das heißt, wir starten den Drescher. Genau. Dann können wir mit dem nämlich zur 67 fahren. Beziehungsweise wir lassen ihn fahren. Ja, weit ist es nicht gekommen, der LKW. Er hat einen relativ langen Radstand, muss man auch dazu sagen. So, dann fahren wir hier rum. Wie war es mit dem Abladen? Ich glaube Z, oder? Ja. Und so. Rieselt jetzt rein und wir können Textilfabrik sagen, soll da mal ein bisschen Wolle aus Baumwolle machen. So, wir können jetzt wieder weiterfahren. Ich hätte hier weg können. Ein paar Mal hier durch die 30er-Zone. Ist ja nichts dabei. Haben wir zum Glück so einen schönen wendigen LKW. Hat doch gepasst, sind gut durchgekommen. Alles tippitoppi. So. Und dann natürlich da noch die Ballen gerade aufsammeln. Wenn wir schon dabei sind, können wir den Ball eben gerade einsammeln. Und dann ist gut. Big
immer die Arbeit beendet. Sehr schön. Den Kurs laden. Erster Wegpunkt. Feld 1. Da wir dann natürlich direkt loslegen. Und der darf dann hier direkt loslegen. Bei Feld 1, 33, erster Wegpunkt. Let's go. So. Aber gut, meine Freunde, das wäre es gewesen für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen da. Über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.